Ich bin Sophie Schenn, 19 Jahre alt und lerne, seit ich 7 Jahre alt bin, an der Musikschule München-Gladbach Harfe. Ich bin vierfache erste Bundespreisträgerin bei Jugend musiziert und studiere jetzt an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin Harfe. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, deshalb fand ich es sehr ansprechend, dass man auf der Harfe von Anfang an sehr viel spielen kann, weil man sich nicht wie bei Streichinstrumenten mit einer Bogenführung oder schiefen Tönen auseinandersetzen muss oder wie bei Blasinstrumenten erstmal lernen muss, wie man überhaupt einen Ton mit dem Instrument erzeugt. Bei der Harfe zupft man eben die Saite und es kommt ein Ton raus. Auf viele Leute hat Harfenmusik eine beruhigende und entspannende und fast meditative Wirkung. Das ist auch bei mir der Fall. Wenn ich schlecht drauf bin und übe oder spiele, beruhige ich mich auch dabei. Bei zeitgenössischer Musik heutzutage kann die Harfe aber fast aggressiv klingen. Und wenn ich wirklich wütend und sauer bin, würde ich auch nicht unbedingt Harfe spielen oder üben, weil ich meinem armen Instrument das nicht antun möchte. Die meisten Leute denken, dass Harfe ein reines Mädcheninstrument ist, aber aus meiner Sicht ist es nicht der Fall. Wenn man sich die Weltspitze anguckt, sieht man, dass die meisten tatsächlich männlich sind, was vermutlich auch daran liegt, dass man fürs Harfespielen viel Kraft und Ausdauer braucht und Männer Frauen da gegenüber einen Vorteil haben. Außerdem wiegt das Instrument fast 40 Kilo, was Männern natürlich auch den Transport deutlich erleichtert.